Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES19 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Heute haben wir die zwei Spiele gegen Wolfsburg und gegen Schalke, gegen Platz 2 in der Bundesliga. Und Schalke, weiß nicht, wo die stehen, können wir mal kurz nachgucken, wenn ich wüsste, wo. Hier ist das doch bestimmt, naja, perfekt, wie ich mich auskenne. Schalke ist auf Platz 7, Wolfsburg aber direkt der Verfolger von uns, also die, wenn wir die besiegen würden, wäre das auf jeden Fall mega krass. Allerdings wird es in der heutigen Folge absolut schwierig, denn ihr habt in der letzten Folge die Möglichkeit gehabt, abzustimmen, ob wir den Schwierigkeitsgrad höher stellen sollen oder nicht. Die letzte Folge ging richtig ab, wir hatten, glaube ich, fast 800 Aufrufe und das hatte ich noch nie auf eine PES-Folge. Also auf eine normale PES-Folge, die erste Folge, klar, wenn die erste Folge rauskommt, dann ist immer das Projekt gehypt, aber auf so eine normale PES-Folge, die eigentlich gar nicht besonders war, so viel Aufrufe, das war wow, und da haben auch ordentlich ein paar Leute abgestimmt. Ich blende es hier mal kurz ein, 169 Leute haben abgestimmt und davon 124, also 73% für, ja, wir sollen den fucking Schwierigkeitsgrad hochstellen. Und das habe ich natürlich gemacht, wir haben den Schwierigkeitsgrad hochgestellt. Und das könnte sehr gefährlich in der heutigen Folge werden. Wir gucken uns das mal an. Ich hoffe, dass das jetzt passt. Wenn es uns immer noch ein bisschen zu einfach ist, dann können wir den auch gerne noch höher stellen. Ein Schwierigkeitsgrad gibt es noch hier über dem, was ich gerade habe. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, aber einen Schwierigkeitsgrad drüber gibt es noch. Ja, ich würde sagen, auch wenn nicht alle so hundertprozentig fit sind, die Balken gehen eigentlich klar und dann würde ich sagen, starten wir direkt ein ins Spiel gegen Wolfsburg, auch noch in Wolfsburg, und die sind einfach zweiter Platz, deswegen, das wird sehr interessant. Hui! Ah! Da muss er sich ein bisschen strecken. Was auch interessant wird, ist, dass ich eine Woche kein PES mehr gespielt habe, also nicht hundertprozentig fit bin, aber natürlich immer noch eingespielt. Und es kam auch ein neues Update raus, deswegen bin ich sehr gespannt. Da wusste ich jetzt gar nicht mehr, was ich machen sollte, aber das war auf jeden Fall die schlechteste Option. Ich hätte lieber zurückdreschen sollen bis zum Torwart. Mir komplett egal. Und was noch interessanter ist, dass ich heute wieder, was heißt wieder, das habe ich glaube ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe nämlich das beim Tourist Bus Simulator gemacht, wo ich zwei neue Folgen aufgenommen habe. Aber da weiß ich noch nicht, ob die schon raus sind. Wahrscheinlich kommt diese Folge hier vor diesen zwei neuen Folgen. Weiß ich aber noch nicht. Auf jeden Fall nehme ich die Kamera jetzt nicht mehr über die Kamera selber auf, sondern über ein Programm von der Kamera, von den Entwicklern der Kamera. Von Canon. Oh, fuck. Und das wird sehr interessant, weil das habe ich bisher jetzt nur beim Tourist Bus Simulator gemacht. Und ich habe mir die Aufnahmen noch nicht angeguckt, ich weiß noch nicht, wie das geworden ist, deswegen hoffentlich funktioniert das. Hui! Ja, nice, Kimmich. Starke Leistung. Oh, was ist das denn? Ja, Kimmich hat's einfach drauf heute. Ja, nice, natürlich! Natürlich! Boah, Leute, das kotzt mich an. Sowas kotzt mich ganz ehrlich an. Ich meine, ihr habt das Spiel nicht gesehen. Ihr habt vielleicht jetzt drei Szenen aus dem Spiel gesehen. Das ist ganz schrecklich gewesen, weil wir haben absolut die Überhand. Und Wolfsburg kriegt gar nichts hin. Und hier dann durch so eine Scheiße, ne? Hummels hat ihn noch abgeblockt. Dadurch kriegt Ribéry den nicht mehr perfekt. Hier, sonst wäre Ribéry, glaube ich, noch besser rangekommen. Dadurch kommt der Wolfsburger da zum Schuss und dann Alaba und, keine Ahnung, irgendeiner von den Wolfsburgern stehen quasi ineinander und natürlich kommt der zum Schuss, neuer hält mal wieder nicht und drin ist der Ball. Ah, Mann, dieser Torwart auch immer, ohne Spaß. Castells, Alter, wer ist denn das? Natürlich, Ribéry, mach ihn doch, Mann! Was für ein Pech wir haben, ohne Spaß. Das ist unnormal. Deswegen finde ich es auch so unverdient. Mal abgesehen davon, dass die nur eine Chance hatten und dass die reingegangen ist und wir viele hatten, die nicht reingegangen sind. Mal abgesehen davon, haben die halt bei der ihrer Chance Luck gehabt, dass die reingegangen ist. Und wir haben bei unseren 1000 Chancen richtig Pech gehabt. Gott, ey. 60 zu 40 Ballbesitz, 2 Schüsse, 2 aufs Tor, sie hatten sogar 2 Chancen. Wir haben 7, 6 aufs Tor, also nicht so, dass wir die alle daneben ballern. Nein, der Torwart hält die einfach alle. Und dann haben wir noch Pech und die anderen kommen... Ach, Mann! Ja, komm, leck mich!
Was ist das denn? Ja, genau, Schiri. Du bist noch nicht mal ganz sauber, Alter. Pfeift der für die Freistoß. Wenn der drin ist, ne? Ohne Spaß. Ey, wenn der nicht reingeht, dann... Komm, Mann, hier! Was war das schon wieder? Ohne Spaß. Oh. Yes! Mann, Alter, wäre der nicht reingegangen. Und das war der erste Angriff, wo wir ein bisschen Glück hatten. Und zwar hier, genau hier. Weil da, das war richtig eng und dass wir den da irgendwie behaupten konnten, war schon ein bisschen Glück. Aber dann habe ich auch gedacht, ich habe auf Schießen gedrückt und er macht nochmal zwei Schritte. Dann dachte ich, ey, wehe, der verliert den jetzt. Boah, aber 1-1. Yes, Mann. Nein, es war abseits. God damn, Mann, was ist das? Oh. Ja, genau. Auf einmal haut er den Ball 10 Meter vor und ich treffe ihn natürlich nur am Bein. Aber gut, er gibt keine Karte, das ist sehr schön, das freut mich. Ich meine, es war natürlich ultras faul, aber... Ja, ja. Ja, genau, er hat es genau gerochen, dass ich in dem Moment stehen bleibe. Das war geil. Das war geil. Müller! Ziehen rein, jawohl, was für ziehen rein, aber ist scheißegal, Tor, wir führen, yes, das war gut gespielt und da hat mein Mikro gar keinen Bock mehr, Alter, das war cool, hier, dieser eine Pass war so wichtig, in der Spitze und dann bisschen Glück wieder dabei, Pfosten und rein, yes, Mann, so, wir wechseln die Außen, die müssen natürlich richtig Power haben, komm an, auf rechts, und links Gnabry und Thiago, der immer irgendwie ultra schnell die Fitness verliert. Da kommt Tolisso. Ja, Mann. Die Außen, wenn die Außen fit sind, das ist das Wichtigste. Der Rückpass war jetzt natürlich nicht so geil. Und dann boxt er mich da um, Mann. Ja. Krasser Typ. Wolfsburg, was ist denn mit euch? Ja, Schiri! Ne! Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Sag mal, hat der eben was gesoffen oder was? Alter! Du kannst doch keinen Elfmeter für sowas pfeifen! Der steht noch! Der ist ja nicht mal hingefallen! Ohne Müll, was ist das? Ja, Mitte. Er schießt schon wieder in die Mitte. Ich habe, glaube ich, 3 Elfmeter jetzt ausgelöst. Also 3 Elfmeter gegen mich bekommen. Und 3-mal in die Mitte. Na klar. Das macht Spaß. Aber jetzt mal ohne Spaß, ne? Dieses X-Gedrücke. Wenn man X drückt, dann stellt er das Bein so ein bisschen vor. So ein Tackling, wie bei FIFA auf Kreis. Ist halt hier auf X. Und, das pfeift er die ganze Zeit, ne? Ist ja, ist halt okay. Was will ich da machen? Pfeift er halt. Kann ich ja nichts gegen machen. Finde ich aber auch da schon manchmal übertrieben. Da gibt's kein. Ja, genau. Das pfeifst du nicht, oder? Natürlich! da gibt's aber auch keine Karte für. Es ist halt einfach. Er pfeift's halt einfach als Freistoß. Ja, ist okay, ist verkraftbar. Aber als Elfmeter ist das ein bisschen lächerlich. Vor allem, er stand ja noch. Ich meine, ich bin ihm ein bisschen in die Haxen gegangen. Aber er stand ja noch. Dann steht schon wieder 2-2 wegen so einer Scheiße. Jetzt schießt er mir auch noch ins Gesicht. Hundskribbel! Richtiger Hundskribbel bist du! Komm, komm an, Junge! Mann! Komm, Gnabry! Ach, dieser Spacken da oben immer ohne Spaß. Ja, genau! Nein. Get fucked. Das war knapp. Da hat Neuer mal was gemacht, glaube ich, oder? Ja, natürlich. Er boxt mich komplett tot schon wieder. Ach. Komm, Lewandowski! Mann, der stand halt direkt neben mir und ins kurze Eck schieße ich nie. Oh, er gibt ihm gelb. Schiri ist nicht auf deren Seiten. Nicht ganz. Er war schon ein bisschen auf deren Seiten bisher. Alter. Mann. So ein Abfuck.
Der stand direkt neben mir ins kurze Eck, schieße ich nie. Da traue ich mich nie hinzuschießen, weil das noch nie was geworden ist bei mir. Und dann wollte ich den halt quasi umkurven und dann ins lange Eck. Aber es hat er natürlich mal wieder gerochen, was ich da vorhatte. Ja, komm. Danke, Schiri. Danke, dass du auch mal pfeifst. Eigentlich müsste es 11 Meter geben. Komm einfach nach vorne. Irgendwie nach vorne. Vielleicht kriegen wir tatsächlich noch irgendwas hin hier. Natürlich sehr eng und sehr kritisch alles hier. Ja, natürlich kann er das wieder verhindern. Natürlich. Wie vor allem? Wie? Er geht einfach, macht einfach 2,8 Meter Schritt nach rechts. Seine Schritte sind nicht 1 Meter oder so. Nee, 3 Meter. Komm. Ah, der ist aber zu weit. Komm, bitte. Bitte! Bitte, Mann, warum hält Castells alles? Das war nochmal eine Mega-Chance. Eine Mega. Ich muss ihn umhauen. Das ist ganz gefährlich jetzt gerade. Alter. Fuck off. Was ein Scheiß. 2-2 wegen diesem fucking Elfmeter, Mann. Und so viel Pech noch dabei. Und auch diese letzte Chance. So gut eigentlich von Müller. Er war zwar abgefälscht, der Pass von Gnabry, aber er kam trotzdem zu Müller. Und dann hält Castells wieder. Ey, so ein Luck haben die gehabt. 2-2. Der Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall crazy. Wir hätten es fast noch geschafft, aber haben es nicht geschafft. Fuck, Mann. Mann, das nervt. Okay, Schalke hat 4-2 gegen Augsburg gewonnen. What the fuck. Und Leipzig ist jetzt auf Platz 2. Hoffenheim hat auch Wolfsburg auch überholt. Junge, Junge. 5 Punkte sind jetzt hinter uns. Ach, komm. Der Schwierigkeitsgrad ist ja okay, wenn er jetzt hochgestellt ist und es dann spannender wird. Aber das ist dann so ein... Ein Unentschieden ist okay gegen Platz 2. Und es war wirklich eine spannende Partie, also wir waren nicht, der Schwierigkeitsgrad ist nicht zu schwer, weil ich habe, also er ist schon schwer, aber es ist nicht so, dass ich es nicht schaffen hätte können. Ich hätte es fast geschafft, aber hab's halt nicht geschafft. Mann, das ist schade. Okay, Rivalenpartie müssen wir gewinnen gegen Schalke. Rivalenpartie müssen wir gewinnen und die haben richtig Bock. Alter. Okay, das ist crazy. Die haben richtig Bock. Ich würde natürlich gerne James Rodriguez einsetzen. Dafür muss leider der Müller, der auch richtig Bock hat, raus. Das ist natürlich sehr schade, aber ist halt leider so. Alter, die sind ja... Fast alle haben einen Balken nach oben. Und dann auch noch so ein blinkendes Dings da. Alter, Junge. Okay, das könnte jetzt abgehen. Ich bin gespannt. Wir starten direkt rein. Dann haben wir auch schon in der nächsten Folge, habe ich gesehen, das Spiel gegen Rennes. Das ist das letzte Europa League Spiel. Wenn wir das für uns entscheiden, dann wären wir Erster in der Gruppe. Und das wäre auch mega, mega cool. Also, jetzt erstmal gucken, dass wir das Rivalenspiel hier gewinnen. Also, das ist auf jeden Fall Erwartung von Uli Hoeneß, dass wir das hier packen. Von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, die haben mir schon angedroht. Also, wenn wir das nicht schaffen, dann gibt es nachher ein paar Schläge. Also, so richtig hart, so richtig ins Mull. Und deswegen... Ziel auf jeden Fall, das hier zu gewinnen. Und ja, bin gespannt, wie das mit diesem Schwierigkeitsgrad gegen Schalke wird. Schalke, Wolfsburg, beide gute Gegner. Wolfsburg war ja, wie gesagt, auf Platz 2. Also, wie gesagt, das beweist, dass beide gute Gegner sind. In echt ist ja Wolfsburg momentan nicht so der Burner, aber hier, wie gesagt, auf Platz 2. Ja, das war crazy. Mal gucken, ob es gegen Schalke besser läuft, schlechter oder genauso. Hoffentlich haben wir nicht so viel Pech und mal gucken. Komm, Goretzka! Junge, ich wüsste ja auch gerne, ob die Gegner auch so stark sind, also so Bock haben. Balken nach oben und blinkende Balken und bla bla bla. Das wüsste ich gerne, aber weiß man natürlich leider nicht. Aber wir haben auf jeden Fall richtig Bock. Das war schon die erste gute Chance. Ich glaube, Robbens Ball wäre viel krasser gekommen als Goretzkas Ball. Aber machst du nichts. Oh, was? Wie knapp war das denn von Alaba? Ey, Mann, warum habe ich da nicht wieder gepasst? Ha, das habe ich viel zu spät gerallt jetzt. Ich hätte hier nochmal runter auf Lewandowski oder so passen können. Das war auch ein Schuss, war okay, aber... Ha, das war so knapp und Lewandowski ist halt viel besser im Abschluss als Alaba. Oh mein Gott, was ein Tor von Lewandowski und das im Derby und das nach einer Ecke und... Oh, was war das denn? Alter Schwede,
Spielen wir sogar zu Hause? Ich glaube schon, ne? Krass. Bartz, Junge, der hat sowas von gesessen. Der hat sowas von gesessen. Wahnsinn. Lewandowski mit dem Fallrückzieher nach einer Ecke. 1:0. Ja, Neuer, Junge. Krasser Typ. Ja, spring drüber, oder? Genau. Nein, Neuer verkackt. Neuer hat verkackt. 1:1. Ah, was ein Bob, Alter. Come on. Das war jetzt halt wieder so eine typische Geschichte von, ich weiß nicht, was ich mit dem Torwart machen soll. Weil zu dem Zeitpunkt, wo der Ball hier war, stand Neuer halt schon relativ weit draußen. Dann dachte ich, okay, dann hole ich ihn komplett raus. Und dann ist Halbzeit. Dann hat er es verkackt und ja, Caligiuri konnte nur noch einschieben. Er hat auch richtig ausgeholt, das war richtig krass. Oh, was? Wie kann man denn noch? Also das passiert in der Folge. Chancen vergeben und vergeben, das ist krass. Dass der Pass so gut durchkommt und dann schiebt er den ganz locker easy neben das Tor. Sah ein bisschen aus wie der von Alaba vorhin. Und dass der von Alaba mit ein bisschen mehr Wucht kam und das halt Alaba ist. Ja, traurig. Junge Robben, wie er sich da durchsetzt. Und jetzt sieht der Coman und passt Lewandowski und dann kommt gar nichts an, natürlich. Ja, genau, Schiri. Das pfeift er mal wieder nicht. Ich würde aber gleich einen Elfmeter geben, wenn ich ihn nur anrempel. Elfmeter. Oh. Hä? Das ist kein Vor... Ja, natürlich, Neuer. Applaus an den Torwart. Der dachte irgendwie wahrscheinlich auch, dass es einen Freistoß gibt. Also in PES kann man den Torhüter ja nicht steuern wie in FIFA. Aber er hat trotzdem den Schritt in die falsche Richtung gemacht, bevor er abgesprungen ist. Und dadurch war die obere Ecke komplett frei. Also ich musste den jetzt grätschen, weil in der Mitte war noch irgendwie Marc Uth, glaube ich, ist das. Und dann dachte ich, okay, muss ich dann irgendwie jetzt reingehen? Hab den Ball nicht komplett bekommen, habe ihn natürlich behindern können. Dachte auch, dass der da abpfeift dafür. Und Neuer hat auch irgendwie Bock gehabt. Der andere ist direkt wieder aufgestanden. Neuer hat einen Schritt nach links gemacht. Genau hier hat man es gesehen nochmal. Und die obere Ecke komplett frei. Er kommt nicht mehr in den Ball ran. Wir wechseln. James Rodriguez hat bisher noch nicht so viel gezeigt. Leider enttäuschend. Deswegen kommt Müller. Dann habe ich noch für Tolisso Thiago gebracht. Mal Abwechslung. Sonst bin ich immer für Thiago Tolisso. Und dann habe ich tatsächlich noch Rafinha gebracht. Weil ich gedacht habe, wir brauchen auch hinten einen schnellen. Und der ist ja oft Kimmich und so. Die sind ja auf den Außen gehen die immer mit vor. Und deswegen ist er auch ein bisschen ausgepowert gewesen. Und deswegen dachte ich, hey, dann machen wir das auch mal. Wo kriegen wir den Freistoß? Ist das der hintere? Ah, okay, ist schon ein bisschen far away. Wir können Thiago probieren lassen. So, wie kann ich diese Position nochmal ändern? Genau so kann ich das machen. Und jetzt bitte einfach einen Freistoß mal reindonnern. Ne. Okay, jetzt liegen wir hinten mit 1:2 gegen Schalke. Ziemlich sicher wird das absolut schwer, wenn nicht sogar unmöglich, hier noch irgendwas zu reißen. Lewandowski, den musst du machen und das war brillant gespielt. Yes! Wieder Lewandowski. Ha, immer nur der Typ, ohne Spaß. Wenn nicht der, dann kein anderer. So gefühlt läuft das. Crazy, das war auf jeden Fall gut gespielt und das ist das 2:2 Ausgleichstor, Ausgleichstreffer. Mega nice. Vielleicht wird es doch gar nicht so schwer, hier noch das Spiel zu drehen, weil jetzt ist nur noch ein Treffer, weil den Ausgleichstreffer haben wir jetzt innerhalb von 3 Minuten gemacht, nachdem ich das gesagt habe, dass es wahrscheinlich ziemlich schwer wird. Rafinha lässt sich da abkochen, Boateng kommt nicht ran. Das war ein bisschen knapper jetzt schon wieder, aber vielleicht können wir direkt kontern. Oben ist Robben.
der leider wenig Ausdauer hat, da auch noch umgehauen wird. Lewandowski eben abseits und wir haben es komplett verkackt. Ja, Lewandowski! Hattrick! Was ein geiler Typ! Ja, Mann! So geil, der Typ einfach. Als ob er das schon wieder gerissen hat. Nur er in diesem Spiel. Mega geil. Goretzka hier mit dem Pass auf Müller, dachte ich, ich muss noch irgendwie zurückstecken. Lewandowski hat schon gewunken. Dann dachte ich, das wird kritisch. Einfach mal draufgezogen und der Lewandowski haut ihn einfach rein. Geiler Typ. Jetzt stellen wir auf Defensiv wie die bisher das ganze Spiel und hoffen, dass wir eventuell sogar noch einen machen können. Auf jeden Fall kein 2-2 wie gerade eben. Hoffentlich können wir das noch für uns entscheiden, beziehungsweise ja, so belassen. Das wäre cool. Ja, ey, wie die faulen. Rot. wenigstens gelb hier an Geis. Das war schon mies. Also Coman, mega cool. Da durch diese zwei durch. Und ich wäre sogar weiter durchgekommen. Hätte den Pass noch gespielt und so. Und dann haut er mich da einfach um. Ich darf nichts drücken, sonst gibt es 11 Meter. Natürlich. Natürlich. Ohne Spaß. Was ist das? Ey, Mann, kann mir das einer erklären, im letzten Spiel gegen Wolfsburg, 90 plus 1 oder so, ich schlag eine starke Flanke rein, wird abgefälscht, Müller steht da und Castils hält, jetzt hier 90 plus 1 oder so, die schlagen eine Flanke rein, wird abgefälscht, und er trägt ihn ins Tor. Er trägt ihn über den Torwart, unter ihm durch, fällt über alle drüber und der Ball ist drin. Natürlich. Absolut nachvollziehbar. Ja, den bringen wir nicht an und das ist fuckinges Unentschieden, Alter. Ich könnte so ausrasten. Get fucked. Mann! Was war das für eine Folge? Ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt, weil es so eine Scheiße ist. Gott. Oh. Wir waren die deutlich bessere Mannschaft, hätten das eigentlich gewinnen müssen. Genauso wie gegen Wolfsburg. Dass die das Glück haben und den Anschlusstreffer, den Ausgleichstreffer machen in der letzten Sekunde und dass wir das Glück nicht hatten, um den Führungstreffer im Wolfsburg-Spiel zu machen in der letzten Sekunde, das ist traurig. Aber ich hoffe, dass die Folge wenigstens lustig war, weil ich mich aufgeregt habe. Keine Ahnung, ob ihr das lustig findet oder doof. Könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Also ich fand es ja schon ein bisschen witzig, dass ich mich ab und zu mal aufrege. Aber ich muss mich einfach aufregen. Ich bin heute so ein bisschen so, sprudel alles aus mir raus. Und dann passiert so eine Scheiße. Dann muss ich mich einfach aufregen. Das kann nicht sein. Gut, Leute, das war's dann von dieser heutigen Folge. Und ja. Ich werde jetzt noch eine Folge aufnehmen, mal gucken. Also wenn ihr die Folge witzig fandet und in der nächsten Folge das ähnlich wird, das wird interessant. Nürnberg hat einfach mit 4-1 gewonnen, obwohl die letzter sind. Cool. gut, die holen uns bald ein. Macht nichts, haut rein. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin und ciao, ciao.